Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder. Euer Odin. Wir haben gerade Unboxing und Hardware in einem gemacht, weil ich so geplättet war und halt vergessen habe, da separate Videos zu machen. Von der CX-A600 von Cambridge Audio. Jetzt gucken wir uns natürlich noch die Boxen an. Die packen wir uns jetzt auch nochmal aus. Und dann werden wir das nach. Ah, siehst du, wusste ich doch. Ich hatte nämlich eben im Video hier sehen, wo war es denn jetzt? Hier irgendwo. So eine, da sind sie. Die Füßlein, die mir, da sind mir schon 3 abhanden gekommen. Und ich wusste nicht, wo ich die hinstecken soll. Die sind aus der Verpackung rausgefallen. Da muss ich mal gucken, dass die hier noch irgendwo liegen. Die sind nämlich eigentlich zu den Boxen mit dazu. Ja, die sind mir rausgefallen. Da muss ich gucken, dass ich da nicht nochmal was anderes mache. Da haben wir dann einmal so ein kleines Ding, das ist eine, denke ich mal, eine Wandhalterung, dass wir das an die Wand machen können. Dann haben wir sowas mit bei. Seht ihr das? So ein Gumminippel, die sind halt, das wird halt, dass man es hinstellen kann und nicht so viel wackelt. So, Styropor. Dann haben wir hier Quick Start Guide und hier die Box. Dann können wir das hier wieder reinmachen. Mehr ist da nicht drin. Ah, doch, nee, das, ich hatte andere ausgesucht ohne die Rille, aber die sehen auch geil aus. Ah, okay, und hier hinten kommt es dann ran. Das gucken wir uns gleich an. Oh, die haben aber auch ein ganz schönes Eigengewicht. So. Und hier, ja, sage ich ja, hier ist dann halt nur dieses drinne. Das andere ist dann halt abhanden gekommen. So. Hier ist auch nochmal so ein Quick Start Guide. Wie gesagt, die Boxen könnt ihr einzeln kaufen, ihr könnt auch andere kaufen und könnt euch da euer System komplett individuell zusammenstellen. So. Und dann würde ich sagen, dann fangen wir mal an. Dann würde ich mal die zeigen hier. Wir haben einmal hier unten dieses, seht ihr das? Dieses Cambridge Audio Logo. Dann haben wir hier vorne Stoff drauf. Kann man den abmachen? Ich glaube nicht. Ich will jetzt auch nicht so viel rumexperimentieren. Ich glaube, das ist fest. Das kann man nicht abmachen. So, dann haben wir hinten auf der Rückseite, da steht es dann. Minix Min 22. Seht ihr das? Da. Und dann auch Cambridge Audio mit dem Logo. Und dann haben wir hier Rot und Schwarz. Da kommt dann, ich drehe mal nicht so ganz doll auf, dann könnt ihr das so sehen. Da haben wir dann ein Loch drinne. Da kommt dann der Kabel rein und dann wird er zugedreht. Und dadurch ist es dann fest. Hier drinnen. So. Kann ich mal komplett rausgedreht, dass ihr das nochmal sehen könnt, vernünftig. Da seht ihr das vielleicht da oben, dass da so ein Loch ist. Mal das wieder vernünftig drauf. Und hier hinten haben wir dann noch eine Schraube. Die können wir abmachen und damit die Wandhalterung befestigen. Hier haben sie sich aber was einfallen lassen, was ich sehr geil finde. Jetzt zum ersten Blick muss ich sagen, hätte ich jetzt so in der Form auch nicht gedacht. Wir haben, seht ihr die Schlitze da, links oben und unten an der Seite. Wir können das praktisch so anbauen, dass die Box so lang hängt. Seht ihr das? So. Aber wir können uns auch entscheiden, die Box so lang anzuhängen. Das ist jetzt vielleicht für ein Center interessant oder wenn ihr sie lieber optisch so haben wollt, anstatt so hochkant, finde ich jetzt ehrlich gesagt im ersten Moment saugeil. Jetzt müssen wir noch gucken. So, ich muss jetzt mal gucken, wo oben und unten ist. So, ich mache das so, dass die Logos unten sind. Da müssen wir nämlich jetzt
erstmal gucken. Ich habe jetzt hier noch ein so ein Ding und hier ist so ein Ding. Ich habe jetzt nicht mehr so viele Standfüße, weil wie gesagt, die sind mir jetzt ehrlich gesagt bei der Innenseite hier irgendwie abhandengekommen. Deswegen werde ich versuchen, die so anzukleben, dass ich halt nur mit drei Standfüßen mache. Weil anders geht es gerade nicht. Und die Gummis, wo die dran sind, oder ringsherum sind, werde ich auch noch versuchen. Das ist aber nicht Cambridge Audio Schuld, das ist meine Schuld. Das muss mir beim Auspacken, eben beim Ringucken, rausgefallen sein. Und ich habe es nicht gerafft. Ja, also meine Schuld. Ach so, jetzt haben wir hier wieder eben zu wenig. Nee, hier ist er ja doch. Bin spickdoof. Hier. So. Und jetzt können wir eigentlich, das meine ich, ich werde einfach dieses noch mit dazu kleben. So. Das ist auch in etwa so dick wie... Ich werde das mal kaputt schneiden. Das ist auch in etwa so dick wie die Gumminippel. So. Sieht jetzt nicht schön aus. Muss auch keinen Wettbewerb gewinnen. Das war jetzt, wie gesagt, meine eigene Blödheit, dass das abhanden gekommen ist, weil ich nicht darauf geachtet habe. Und dadurch habe ich das jetzt so gemacht. Drei Standfüße und das da oben drin geklebt. Genauso auf der anderen Seite. Und dadurch sind die jetzt so. So. Oder ich mach mal, ich habe noch eine andere Idee. Ich habe noch eine andere Idee. Ich werde das mal ganz anders machen, weil die sind noch nicht so doll festgeklebt. Wieso mache ich denn das nicht einfach so? Dass ich auf einer Seite einfach die Runden raufklebe und auf die andere Seite die Flachen. Das ist doch überhaupt wie gesprungen. So, es gerade hält, es gerade hält. So. Hier gewinnt jetzt auch kein Schönheitswettbewerb, aber die sind beide. Ja, das ist ja auch nur dafür da, dass der Schall halt geschluckt wird und dass sie halt nicht klappern. Also diese, wenn man es jetzt auf den Tisch stellt oder auf den Sideboard stellt, dass durch die Vibrationen der Box, durch die Musik, das halt nicht, weil die Häuse, ja, ein bisschen Eigenvibration, damit das nicht hier unten drauf vibriert und dann so macht, dass es dann halt geschluckt wird. Und da habe ich jetzt einfach da 6 Stück rangeklebt. Ja. Normalerweise macht man 4 und da habe ich die dünnen Gummis rangeklebt. Sollte eigentlich genauso funktionieren, dass es schick aussieht so und den Schall schluckt. Aber anders geht es jetzt leider gerade nicht, weil wie gesagt, mir ist das irgendwie abhandengekommen. So, jetzt gucken wir mal nach, was uns hier die Bedienungsanleitung noch sagt, der Quick Start Guide. Also da muss ich sagen, da großes Lob an Cambridge Audio. Ach du Scheiße, was ist denn hier? Das ist, glaube, Englisch, Spanisch. Jetzt müssen wir mal Deutsch tun. Also, ich habe die ja gerade gelobt. Jetzt muss ich sie noch mehr loben, weil hier ist ja auch noch andere Sprachen. Aber eigentlich brauchst du hier gar keine anderen Sprachen. Hier, oben haben wir Deutsch. Das ist so. Das ist so super erklärt mit Bildern und so. Da bräuchte man eigentlich nicht mal eine andere Sprache, aber sie ist halt mit bei. Satellitenlautsprecher. So, das ist halt die deutsche Version davon. Ich mache euch mal wieder hoch. Ich habe euch vergessen hochzumachen. Wir sollen uns aussuchen, ob wir jetzt, was wir jetzt machen. Also wie gesagt, wenn wir den an der Wand haben wollen, müssen wir die Schraube abschrauben, die da in der Mitte ist, das Ding anbauen, Schraube wieder zu.
Dann sagt er, wir sollen die Kabel ranmachen. Wir sollen die Schrauben abschrauben. Schwarze Kabel an schwarz, rote an rot. Schraube drauf, fertig. Wenn man eine andere Lautsprecherhalterung separat kauft oder wenn die da halt mit bei sind, also es gibt auch welche, die haben halt so ein Stativ, da kann man sie auch ranschrauben oder so ein Klenet für den Tisch, dann kann man sie da ranschrauben. Das wird hier auch gesagt. Die Lautsprecher so aufstellen. Überlegen Sie sich vor dem Anschließen der Lautsprecher eine geeignete Stelle zum Aufstellen und Wechseln. Kabel benötigen Sie folgende. Werden eigene typisch. Okay. 2,1. Ich denke mal 2,1 Meter nach rechts und 2,1 Meter nach links. Bei 5, also ach nee, das ist. Achso, nee, das ist erklärt für 2.1-System. Den Subwoofer können wir hinstellen, wo wir wollen, weil das menschliche Ohr ist nicht in der Lage dazu, einen Subwoofer oder Bass zu orten. Also ob der links, rechts, über, unter, hinter mir ist, das ist komplett egal, wo den Subwoofer macht. Das menschliche Ohr kann diesen Klang vom Subwoofer nicht zuordnen. Ob der von links, von rechts, von oben, von unten kommt, das ist vollkommen egal. Wichtig ist nur, dass links, links, rechts, rechts ist bei den normalen Lautsprechern. Also 2.1 links, rechts. Ich bin in der Mitte, also praktisch so. Wie so ein Dreieck. Ich zeige euch gleich das Bild. 5.1 halt 1, 2, 3, 4, 5. Punkt 1 Subwoofer. 2.1 heißt ja auch zwei Boxen plus Subwoofer. Dieses Punkt 1 ist der Subwoofer. Dann gibt es auch noch 7.1, habe ich noch nie gehabt. Ich habe Kopfhörer 7.1, aber ich habe noch nie eine 7.1 Anlage gehabt. Muss ich sagen. Da hat man dann halt 7 Lautsprecher. Also ein, also hinter mir 1, hier 2, 3, 4, 5, 6, Center 7 und 1 ist halt logisch, ist der Bass. So. Dann wird uns auch geraten, wie wir die Lautsprecher hinstellen, wenn wir sie über oder unter dem Fernseher machen. Gerade ist der Fernseher, dann sollen die so sein. Wenn sie unten auf dem Stativ sind, ein bisschen geneigt, positionieren Sie die Lautsprecher über oder unter dem Fernseher, so dass sie zum Okay, die sollen zum Hörer gerichtet sein. Also wenn ihr müsst die nach eurer Position auf der Couch ausrichten. Kennt jeder, weiß jeder. Dann steht hier noch was zum Subwoofer. Achso, es gibt die Min 12 und die Min 22. Das sind die Min 22. Die 12er sind praktisch die Hälfte davon, ist halt nur der obere Würfel oder der untere. Je nachdem, wie ihr das jetzt betrachtet. Dann haben wir einen Subwoofer, haben wir zwei Stück. Da gibt es den X201 und den X301. Den habe ich. Der 201 hat keine Standfüße, der 301 hat Standfüße. Ja, hier stehen auch, der 201 ist ein 200 Watt, der 301 ist ein 300 Watt. Ja, da stehen hier halt die Bewertungen noch, also die Maße. Die Min 22 haben 88 Dezibel. Die 12er haben 86 Dezibel. Die 12er sind 150 Hertz / 20 Kilohertz und die. Oh Gott. Ist ein bisschen klein geschrieben. Ich habe schon meine Brille auf, meine Augen werden immer besser und schlechter. 150 Hertz und 20 Kilohertz und die haben hier, die großen haben 120 Hertz und 20 Kilohertz. Ja. Also ich zeige euch das nochmal. Hier seht ihr dann praktisch den Subwoofer, dass Bäder mit abgebildet sind. Und da die, hoppala, seht ihr das vielleicht so ein bisschen besser? So, da ist der große, den ich habe, und da ist der kleine. Wie gesagt, ihr könnt euch euer System selber zusammenbauen. Ihr könnt die Lautsprecher jetzt hier einzeln kaufen. Ihr könnt jetzt auch sagen, Mensch, wir holen uns jetzt erstmal ein 2.1 System. Also hier praktisch von Cambridge Audio so ein Receiver, wo alle drankommt
Und dann holt ihr euch erstmal 2.1. Dann könnt ihr sagen, Mensch, jetzt ist der Deal da, Mensch, wir holen uns noch ein paar Boxen. Und wir, da müsst ihr aber aufpassen, dass ihr dann halt genug Platz am Receiver habt, dass ihr euch da vernünftig holt, der halt, wo ihr dann halt erweitern könnt. Meiner hier kann, glaube ich, 4 oder so. Ich weiß es jetzt gerade aus dem Kopf nicht. Da schließt er das dann einfach immer mehr Boxen miteinander an. Ja, also da dann am besten gleich den für 5.1 oder 7.1 holen, der dann erweiterbar ist, und dann holt er euch 2 Boxen für vorne links und halt den Subwoofer und dann halt später dann nochmal ein Center dazu und hinten links und hinten rechts und dann später dann nochmal ein paar Boxen und dann habt ihr eine 7.1 Anlage. Kabel kommen ja auch immer noch dazu. So, dann soll es jetzt zum Unboxing gewesen sein, also beziehungsweise Unboxing Hardware. Wir haben uns jetzt mal angeguckt. Verarbeitung bei Cambridge Audio, also wie gesagt, ich habe schon einige Produkte von Cambridge Audio gehabt, also in der Verarbeitung kann ich echt nie was sagen, das ist nie irgendwo was abgesplittert, dreckig oder irgendwo ein Loch drin oder irgendwas ist falsch zusammengesetzt oder so, nein. Oh, hier haben wir so ja noch ein Gummi dazwischen, seht ihr das, was auch noch Vibration schluckt. Ja, vom Style-Effekt sind die, und dann halt mit diesem Klavier, ich liebe Klavierlack, das sieht einfach richtig geil aus. Also vom Style-Effekt sind die Cambridge Audio-Dinger eigentlich... Moment. So, war die Post. Video dazu kommt demnächst. Wie gesagt, egal was ich von Cambridge Audio hatte, Kopfhörer, jetzt dieses oder halt diese YOLO-Box, die Bluetooth-Box, die jetzt bei meiner Frau umsteht, alle top verarbeitet. Top verarbeitet. Ich kann da echt nicht meckern, dass da irgendwo Materialfehler sind oder irgendwas dergleichen. Also entweder sieben sie das rechtzeitig aus und machen da wirklich eine sehr gute Qualitätskontrolle oder ich weiß es auch nicht, weil es ist einfach immer klasse. So, dann würde ich sagen, dann war das jetzt für dieses Video zu den, wie heißen sie nochmal, MIN 22. Und als nächstes nehmen wir uns jetzt den Subwoofer vor, gucken uns den genau an und dann danach geht's ans Verkabeln. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, ein Däumchen wäre ein Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.